Stellen Sie sich vor, es kommen Besucher aus einer anderen Welt zu uns. Aber unsere Städte sind ausgestorben. Unsere Bücher sind bei einem furchtbaren Unglück zerstört worden. Nur die in Stein gemeißelten Inschriften erzählen noch von uns. Die Besucher können unsere geheimnisvolle Schrift nicht lesen. Wenn es ihnen gelänge, sie zu entziffern, was würden sie sich für ein Bild von uns machen? Könnten sie sich vorstellen, wer wir sind? Im Dschungel von Südmexiko und Zentralamerika schufen die alten Maya eine der großen Zivilisationen der Menschheit mit verblüffenden Errungenschaften in Mathematik, Astronomie und Kunst. In Stein gemeißelte Inschriften übersäten ihre Städte. Raster aus fantastischen, verschlungenen Gebilden, den sogenannten Hieroglyphen oder einfach nur Glyphen. Es gab hunderte von verschiedenen Glyphen, die aus abstrakten Formen, Monstern, Tieren, Pflanzen und Körperteilen bestanden. Sie waren in öffentliche Bauten und persönliche Gegenstände aus Muscheln, Knochen und Jade gemeißelt, auf Keramik und Hauswände gemalt und in Tausende von Leporellos aus Baumrinde geschrieben. Doch als europäische Forscher diese Inschriften entdeckten, konnten sie sie nicht entziffern. Welche Botschaften verbargen sich dahinter? Woher stammten sie? Waren es Bilder und Symbole oder war es eine richtige Schrift, die für die Laute einer gesprochenen Sprache stand? Während der letzten 200 Jahre haben sich Forscher bemüht, diese Fragen zu beantworten. Die Suche hat eine Vielzahl von Talenten und Persönlichkeiten beschäftigt. Linguisten und Mathematiker, Künstler und Abenteurer, Archäologen und Exzentriker, von denen jeder einen anderen Teil des Puzzles beigetragen hat. Sie machten die Erfahrung schmerzlicher Isolation, hitziger Rivalitäten und aufregender Zusammenarbeit. Dank ihrer Mühen wurde die wahre Natur der Glyphen schließlich enthüllt und uns allen ein außergewöhnlicher Einblick in die uralte Maya-Welt gewährt. Heute ist ein besonderer Tag im rituellen Kalender der Maya, den sie seit mehr als 2000 Jahren befolgen. Es ist der Kalendertag 8 Ba'atz. Experten, die sogenannten Hüter des Tages, kommen aus ganz Guatemala in diesem Dorf zusammen. Auf Altären aus aufgeschichteten Keramikscherben verbrennen sie Opfergaben für die alten Erd- und Himmelsgötter. Die Tageshüter erneuern ihre Macht, den Kalender anzuwenden, Träume zu deuten, Krankheiten zu diagnostizieren und günstige Tage fürs Sehen und Ernten, Geschäfte machen und reisen, sowie für Beziehungen und Hochzeiten vorauszusagen. Wir bringen Weihrauch zum Erdaltar und beten für den Frieden, für ein Wunder in unserem Leben, für unseren Weg, unsere Kinder, unsere Gemeinschaft und unsere Maisernte. Das tun wir an diesem Tag 8 Ba'atz. Heute gibt es mehr als 6 Millionen Maya, die etwa 30 verschiedene Maya-Sprachen sprechen. Sie leben zwar nicht mehr in Steinstädten wie ihre Vorfahren vor 1000 Jahren, aber ihr Leben dreht sich noch immer um den Maisanbau. Wie bereits lange vor dem Bau der großen Städte. Sie bewahren ihre Traditionen mit großer Sorgfalt und betrachten das geschriebene Wort noch immer mit Ehrfurcht als etwas Heiliges und Mächtiges. Die verschiedenen Gemeinden haben eigene Bibliotheken und jede Familie bewahrt ihre Dokumente auf. Wer Bücher hat, legt sie auf die Altäre. Sie stellen sie nicht in Bücherregale.
Wichtige Bücher gehören auf den Altar. Selbst ihre Feueraltäre werden als Bücher angesehen, denen sie ihre Worte, ihre Gebete und ihre Geschichten anvertrauen. Hunderttausende von Worten befinden sich darin. Wer sein Wort dort hineingibt, wird Teil des Buches der Tradition der Gemeinde. Das Wort ist Träger von Tradition und Geschichte. Doch solange die Maya die Hieroglyphen nicht lesen konnten, waren sie ein Volk, das von den schriftlichen Zeugnissen seiner uralten und außergewöhnlichen Vergangenheit abgeschnitten blieb. Die Maya leben in einem Gebiet, das sich von Südmexiko über einen Großteil Zentralamerikas erstreckt. Zwischen dem Hochland Guatemalas im Süden und der Halbinsel Yucatan im Norden liegt ein ausgedehnter, dichter Dschungel. Hier erbauten ihre Vorfahren bereits 500 vor Christus große Städte. Zentren wie Tikal, Copan und Palenque. Im 9. Jahrhundert dann, als ihre Zivilisation im Niedergang begriffen war, verließen die Maya diese Herrschaftszentren und zogen nach Norden, nach Yucatan. Die großen Städte des zentralen Tieflandes wurden vom Wald verschluckt und vergessen. Fast 1000 Jahre später, im 18. Jahrhundert, erreichten Europa Gerüchte über riesige Ruinen, die im zentralamerikanischen Dschungel begraben lägen. 1785 wurde José Calderón vom König von Spanien ausgesandt, um Nachforschungen anzustellen. Am Ufer des Otulum in Chiapas, Mexiko, fand er die Dschungelstadt Palenque. In den Altarräumen der Tempel von Palenque fand Calderón riesige Tafeln mit verschlungenen Bildern und Hieroglyphen. Er versuchte, eine dieser Tafeln abzuzeichnen, aber er war kein Künstler und skizzierte die Glyphen als einfache Kästchen. Es ist unmöglich, eine altertümliche Schrift zu erforschen, ohne sie vor Augen zu haben. Niemand, der über die Maya oder anderes archäologisches Material forscht, kann alle Inschriften an allen Ausgrabungsstätten besichtigen. Daher sind die Forscher auf exakte Zeichnungen, Fotografien, Abdrücke oder Sonstiges angewiesen. Wer eine unbekannte Schrift entziffern will, kommt nicht ohne einen Textkorpus aus. Corpus ist das lateinische Wort für Körper. Es bedarf also eines vollständigen Textkörpers aus Inschriften, etwa von einer ganz bestimmten Ausgrabungsstätte. 1832 wurde der erste ernsthafte Versuch unternommen, die Inschriften einer Stätte festzuhalten. Der französische Künstler Jean-Frédéric Waldeck lebte und arbeitete monatelang in den Ruinen von Palenque. Seine Zeichnungen sind scheinbar präzise, sie waren jedoch von dem weit verbreiteten Glauben beeinflusst, die Maya-Städte seien von Babyloniern, Phöniziern oder Hindus erbaut worden. Bei der Dokumentation der Glyphentafeln baute er sogar indische Elefanten mit ein. Inzwischen ist bekannt, dass die Maya nichts geschrieben haben, was auch nur annähernd so aussah wie ein Elefant. Waldeck verstand die Zeichenformen nicht. Dieses Problem tauchte bei Künstlern, die Maya-Inschriften festhalten wollten, immer wieder auf, bis ins 20. Jahrhundert. Sie waren einfach nicht damit vertraut, was die Zeichen bedeuteten oder wie sie aussehen mussten. Als weitere Stätten entdeckt wurden, taten die Forscher ihr Bestes, die Glyphen abzuzeichnen und zu dokumentieren. Sie sahen ungewöhnlich aus und die Bauten waren oft verfallen. Doch das größte Hindernis war die Komplexität der Schrift. Heute wissen wir, dass die alten Maya-Schreiber bei der bildlichen Gestaltung einen enormen Spielraum hatten. Ihr System hatte strikte Regeln, doch jedes Mal, wenn sie ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz schrieben, konnten sie aus einer Vielzahl von Zeichen wählen und sie neu zusammensetzen. Sie ordneten ihre Glyphen in doppelten Spalten an, die von links nach rechts und von oben nach unten gelesen wurden. In den frühesten Inschriften benutzten sie für jede Glyphe nur ein Zeichen. Bald begannen sie jedoch,
bis zu einem halben Dutzend oder mehr Zeichen in einem einzigen Glyphenblock zu vereinen. Die grafische Komplexität ihres Systems ging sogar noch weiter. Ein Zeichen konnte als abstrakte Form, als Kopf eines Gottes oder eines Tieres geschrieben werden. Ein Zeichen konnte in ein anderes geschoben oder halb hinter einem anderen versteckt werden. Zwei Zeichen konnten sich vereinigen und ihre Merkmale miteinander verschmelzen. Die Zeichen beinhalteten manchmal sogar ganze Monster und Götter. Die Kunst dieses Systems liegt in der Genialität, mit der diese verschiedenen Möglichkeiten kombiniert werden. Der grafische Aspekt der Maya-Schrift ist absolut überwältigend. Für uns macht es das ungeheuer kompliziert, aber für sie gehörte es ganz klar zur Schrift. Das Künstlerische und Spielerische war genauso wichtig wie die Sprache festzuhalten. Die ersten Forscher wussten noch nichts von dieser Komplexität. Sie mühten sich ab, in diesen verschlungenen Formen irgendeinen Sinn zu erkennen. Dann geschahen zwei entscheidende Dinge. Die Fotografie wurde erfunden und ein Engländer namens Alfred Maudslay kam nach Zentralamerika. Maudslay schöpfte die neuen Entwicklungen in der Fotografie voll aus. Mit großformatigen Glasplatten-Negativen ausgerüstet, besuchte er alle Ausgrabungsstätten. Er benutzte spezielles Material, um Abdrücke von den Monumenten zu machen. Es war ein ungeheurer Aufwand, ganze Karawanen voller Equipment. Sehen Sie sich diese wunderbaren Fotografien von dem komplett freigelegten großen Platz an. Als er dort ankam, sah es nicht so aus. Viele Leute mussten für ihn arbeiten und diese Gebiete freilegen, damit er anständige Fotos machen konnte. Die Logistik dieses Unterfangens war schier unglaublich. Der Aufwand hatte sich gelohnt. Maudslays Fotos wurden ins Britische Museum geschickt, wo Zeichnungen von ihnen angefertigt wurden. Sie gaben die Glyphen mit erstaunlicher Präzision wieder. Als die Bilder veröffentlicht wurden, bekam die Maya-Forschung ihren ersten Korpus von Inschriften. Zum ersten Mal war tatsächlich jede einzelne Hieroglyphe einer Inschrift sehr detailliert und genau zu erkennen, was weitere Fortschritte ermöglichte. Endlich verfügten Wissenschaftler über die nötigen Daten, um den Sinn der Steinschriften zu verstehen. Doch die Entschlüsselungsarbeit hatte bereits begonnen, mit der Wiederentdeckung von Maya-Büchern, die seit der Conquista, der spanischen Eroberung, verschollen gewesen waren. In 1519 segelte Cortés in Richtung Zentralmexiko. Doch ein plötzlicher, gewaltiger Sturm brachte ihn vom Kurs ab. Er landete auf der Insel Cozumel am Rande des Maya-Reiches. Ein Chronist der Reise schildert, was dann geschah. Die Inselbewohner hatten furchtbare Angst. Sie verließen ihre Städte und flohen in die Tiefen der Wälder. Die Spanier nahmen ihre leeren Häuser ein und aßen ihre Vorräte. Sie fanden zahlreiche Ornamente, Wandteppiche, Kleider und Betten aus heimischer Baumwolle, sogenannte Hängematten. Sie entdeckten sogar unzählige Bücher. Peter Martyr, 1521. Wie es das spanische Recht vorsah, sandte Cortés dem König ein Fünftel seiner Beute. Darunter befanden sich, fast wie eine Art nachträgliche Dreingabe, mehrere Leporellos. Als die Spanier die politische Kontrolle über Yucatan gewannen, zogen Franziskanermönche ein und unternahmen aggressive Bemühungen, die Maya zum Christentum zu bekehren. In Klöstern und Schulen in der gesamten Region wurden die Söhne der Maya-Herren zu christlichen Lehrern ausgebildet.
Tausende von jungen Maya lernten die europäische Schrift. Sie passten sich sehr schnell an. Die Maya-Schrift wurde verdrängt und die römische Schrift nahm ihren Platz ein. In Izamal in Yucatan baute ein eifriger junger Mönch namens Diego de Landa eines dieser Klöster genau auf eine Maya-Plattform. Die Maya-Kultur faszinierte Landa. Etwa ab 1560 verfasste er den Bericht aus Yucatan, der auf Interviews mit verschiedenen Maya basierte. Er bietet einen Einblick in das Leben der Maya zur Zeit der Conquista, von der Kindererziehung, der Einweihung von Monumenten und dem Dorfleben bis zu den verschiedenen Riten. Und dann sprach er über die Schrift. Landa hatte Gaspar Antonio Chi, einen adeligen Maya, gebeten, ihm beim Aufzeichnen des Maya-Schriftsystems behilflich zu sein. Landa zählte laut die Buchstaben des spanischen Alphabets auf, einen nach dem anderen, und bat Chi, die entsprechenden Buchstaben der Maya-Schrift zu notieren. Sie alle fanden Eingang in Landas Manuskript, Bericht aus Yucatan. Nur ein Jahr später veränderte sich Landas Verhältnis zu den Maya dramatisch. Ein Mönch aus einer nahegelegenen Stadt berichtete ihm, dass die örtlichen Maya noch immer ihren alten Göttern Opfer darbrachten. In Landas Augen war das Ketzerei. Er ordnete eine Inquisition an. Adelige Maya, die sich laut den Spaniern der Teufelsanbetung schuldig gemacht hatten, wurden festgenommen und gefoltert. Hunderte wurden verstümmelt oder getötet. Dann ließ Landa Aussichtsplattformen vor der Kirche errichten, damit jeder seine nächste Tat mitverfolgen konnte. Auf einem großen Scheiterhaufen verbrannte er alle Hieroglyphenbücher, die er finden konnte, und behauptete, sie enthielten nichts als teuflische Lügen. The writing system totally died out. Nach der Conquista war das Schriftsystem der Maya endgültig getilgt. Anfangs wurden die Menschen wahrscheinlich auf der Stelle verbrannt, wenn sie ihre alte Schrift benutzten. Und im 18. Jahrhundert beherrschte sie dann wohl niemand mehr. Sie verbrannten Hunderte, vielleicht Tausende von Büchern. Das werden wir nie genau wissen. Wahrscheinlich ist ein Großteil der Geschichten für immer verloren. Insgesamt sind nur noch 4 Bücher oder Teile von Büchern übrig geblieben. Ein Maya-Buch, das wahrscheinlich Cortés zurück nach Europa geschickt hatte, landete in Deutschland, in der Königlichen Bibliothek Dresden. Es heißt Dresdner Kodex oder Maya-Handschrift. Ein weiteres Buch tauchte in Madrid auf, ein drittes in Paris. Ein viertes wurde in den 1960er Jahren in Mexiko gefunden. Soweit wir wissen, haben von den unzähligen Büchern der Maya nur diese 4 überlebt. Um 1810 wurde in Paris ein dickes Buch über Amerika veröffentlicht. Eine der Illustrationen zeigt 5 Seiten des Dresdner Kodex. Diese Abbildung brachte den Durchbruch bei der Entzifferung der Hieroglyphen durch den Exzentriker Konstantin Rafinesque. Nun war ich schon Botaniker, Historiker, Dichter, Philosoph, Kaufmann, Industrieller, Ökonom, Philanthrop, Handleser, Berater, Architekt, Vermesser und weiß selbst kaum, was wohl als nächstes aus mir werden könnte. Der unersättliche Rafinesque war fasziniert von diesen erstmals veröffentlichten Abbildungen der Maya-Glyphen. Er sah sich diese Zahlen aus Strichen und Punkten an und sagte, es gibt Striche und Punkte, aber es sind nie mehr als 4 Punkte. Also steht ein Strich wahrscheinlich für eine 5. 1 wäre dann 1 Punkt, 2 2 Punkte, 3 3 Punkte, 4 4 Punkte und dann käme ein Strich. Noch ein Punkt und es wären 6. 2 Punkte und ein Strich, 7. 3 Punkte und ein Strich, 8 und so weiter. Zum ersten Mal hatte jemand eine Maya-Hieroglyphe entziffert. Das war der Anfang der Entschlüsselung. That is the beginning of the decipherment.
In den nächsten Jahrzehnten leiteten Wissenschaftler die Bedeutung zahlreicher Glyphen aus ihrem Kontext ab. Etwa 15 verschiedene Zeichen tauchten zum Beispiel immer wieder in den Kodizes auf. Da war der Todesgott, dargestellt als Skelett. Der Maisgott mit Maisquasten als Haar. Und der Sonnengott, dessen Körper mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet war. Zu jedem dieser Götter gehörte eine bestimmte Glyphe, die fast immer im darüberstehenden Text auftauchte. Und jede dieser Glyphen war eine Darstellung des Gottes darunter. Niemand konnte diese Glyphen lesen, aber mit ziemlicher Sicherheit benannten sie die Götter. Auf die gleiche Weise bestimmten Wissenschaftler Glyphen für Dutzende von Vögeln und anderen Tieren. Ein Bibliothekar aus Dresden machte dort weiter, wo Raffinesque aufgehört hatte, und unternahm den Schritt von den einfachen Maya-Zahlen zu Mathematik und Wissenschaft. Ernst Förstemann ist das perfekte Beispiel dafür, dass für große Entdeckungen weder ein Tropenhelm noch eine Machete nötig ist. Förstemann machte sie in einem verstaubten Büro in einer verstaubten Bibliothek. Er reiste in seinem Kopf. Und dabei gelang es ihm, zum Geist der Maya vorzudringen. Das finde ich ungeheuer spannend. Eines Tages bemerkte er das kleine Maya-Buch, das mehr als ein Jahrhundert lang in der Bibliothek gestanden hatte, der Dresdner Kodex. Förstemann berechnete das gesamte Kalendersystem aus dem Dresdner Kodex, einfach nur, weil das Ding in seiner Schreibtischschublade lag. Können Sie sich das vorstellen? Eine der wichtigsten prähistorischen Quellen der neuen Welt vor sich liegen zu haben, sie anschauen und mit ihr arbeiten zu können. Er begann, sich den Inhalt des Dresdner Kodexes genauer anzusehen. Dieser Bursche muss fast schon ein mathematisches Genie gewesen sein, denn es gelang ihm, viele interne Zyklen aus diesem wichtigen Maya-Dokument zu berechnen. Raffinesque hatte bereits gezeigt, dass die Maya Punkte für Einsen und Striche für Fünfen benutzten. Förstemann entdeckte, dass ihre Mathematik noch viel ausgeklügelter war. Die Maya hatten das Konzept der Null entwickelt und sie ordneten ihre Zahlen in Spalten an, um die Stellenwerte zu kennzeichnen. Unser Dezimalsystem basiert auf der 10 und ihren Vielfachen. Förstemann fand heraus, dass die Maya ein 20er-System benutzten. Mit Hilfe dieses Systems konnten sie extrem große Zahlen ausdrücken und berechnen. Nachdem er ihre Mathematik durchschaut hatte, entdeckte Förstemann die Astronomie der Maya. Er zeigte auf, dass es sich bei einem Abschnitt des Dresdner Kodex um ungeheuer präzise Tabellen mit der Beschreibung und Vorhersage von Sonnenfinsternissen handelte, die bis auf 7 Minuten in 32 Jahren genau sind. Einen anderen Abschnitt identifizierte er als Tabellen, die die Phasen des Planeten Venus berechnen, mit einem Fehlerquotienten von nur 2 Stunden auf 400 Jahre. Den Aufgang der Venus als Morgenstern nutzten die Maya oft als Zeitpunkt für ihre Kriegsführung. Schließlich wandte sich Förstemann dem Kalender zu. Hier war sein Leitfaden Landers Bericht aus Yucatan, der die Namen und Glyphen für die Tage und Monate der Maya auflistete. Diese Tages- und Monatsglyphen tauchen in den Kodizes immer wieder auf. Förstemann begriff, dass viele Seiten als prophetische Almanache angelegt waren. Die roten Zahlen bezeichneten günstige oder ungünstige Tage, die schwarzen Zahlen standen für die Tage dazwischen. Und diese Priester hatten Bücher voller Zahlen, mit denen sie alles regelten. Dort waren die Zeiten zum Pflanzen, Säen, Jagen und Kriegführen festgelegt. Geraldo Diaz, 1579. Allmählich erschloss Förstemann die Zeitrechnung der Maya. Ihr System wird heute Kalenderrunde genannt. Die Kalenderrunde besteht aus 3 ineinander verzahnten Kreisen. Einem Sonnenkreis mit 365 Tagen, einem Kreis aus 20 Namen
und einem Kreis aus 13 Zahlen. Die Tage ergeben sich je nachdem, wie diese drei Kreise zueinander stehen. Dieser Tag ist zum Beispiel Dreimannig und der 14. des Monats Pop, gefolgt von 4 Lamat, 15 Pop, 5 Muluk, 16 Pop und so weiter. Es dauert 52 Jahre, bis die drei Kreise wieder in der gleichen Konstellation stehen und sich diese Tage wiederholen. Wie bei unseren Wochentagen dreht sich die Kalenderrunde immer weiter. Sie ist an keinen spezifischen Anfangspunkt in der Geschichte gebunden. Doch Förstemanns größter Triumph war es, festzustellen, dass einige sehr große Zahlen in den Venusseiten des Dresdner Kodex Zeitrechnungen in die Vergangenheit waren. Sie knüpften die Venusaufzeichnungen an einen historischen Anfangspunkt, der tausende von Jahren zurücklag. Er fiel auf den Kalenderrundentag 4 Ahau, 8 Kumku. Von Maudsleys Fotos wusste Förstemann, dass dieses außerordentlich frühe Datum im ganzen Maya-Reich auftauchte, von Palenque in Nord-Chiapas bis nach Quirigua in Süd-Guatemala. Förstemann schloss daraus, dass dieses Datum für die Maya die Erschaffung des Universums markierte. So wie wir in der westlichen Kultur die Geschichte ab Christi Geburt messen, begannen die Maya ihre Zeitrechnung am Tag der Schöpfung. Dieses Datierungssystem heißt lange Zählung. An Maya-Städten in ganz Mexiko und Zentralamerika stehen große, aufrechte Steinsäulen, die sogenannten Stelen. Ihre Inschriften beginnen fast immer mit einem Datum der langen Zählung. In diesem Fall, vom Tag der Schöpfung gerechnet, 9 400-Jahr-Kreise, 14 20-Jahr-Kreise, 19 Jahre, 8 Monate und 0 Tage. Was das Datum der Stele auf etwa 3900 Jahre nach der Schöpfung datiert. Die große Frage war, wie sich dieser Kalender zum modernen Kalender verhielt. Entspricht dieses Datum 1860 vor oder nach Christus? Oder wofür steht es? 1905 verglich ein Zeitungsredakteur aus Nevada namens Joseph Goodman die sogenannte lange Zählung mit dem europäischen Kalender. Goodmans Berechnungen zufolge entsprach das Schöpfungsdatum der Maya dem 13. August 3114 vor Christus. Jetzt konnten Archäologen exakte Daten für die Steininschriften bestimmen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten Wissenschaftler drei große Themen in den Maya-Glyphen festgemacht: den Kalender, die Astronomie und die Götter. Auf diesen Themen gründeten sie ihr Bild der alten Maya. Im Jahre 1914 startete das Carnegie-Institut ein umfangreiches archäologisches Programm in der Maya-Region. In den folgenden 40 Jahren wurden hunderte neuer Inschriften gefunden. Doch die meisten Archäologen interessierten sich nur für die Daten der langen Zählung, mit deren Hilfe sie die Stätten datieren konnten. Einer der Carnegie-Archäologen war ein brillanter und eigensinniger Engländer namens Eric Thompson. Thompson dominierte die Maya-Glyphenforschung von den 1930ern bis in die frühen 70er Jahre. Er war die zentrale Persönlichkeit. Thompson wurde zum herausragenden Experten für die Deutung von Maya-Glyphen. Er erstellte ein akribisches Klassifizierungssystem, in dem er mehr als 800 Zeichen, sogenannte Thompson-Nummern, zuwies. Er führte auch umfassende ethnografische Untersuchungen bei den in Mexiko lebenden Maya durch und entwickelte eine tiefe Bewunderung für ihre Kultur. Keine Frage, er wusste wahrscheinlich mehr über die Maya als irgendjemand sonst. Doch er lag ausgerechnet bei einigen sehr wichtigen Dingen falsch. Thompson hatte in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs gekämpft. Dieses Erlebnis sollte seinen Blick auf die Maya für immer bestimmen.
Jeder, der in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs gekämpft hatte, war danach eigentlich nur noch am Frieden interessiert. Deshalb hatte er sich in den Kopf gesetzt, nach einem friedlichen Volk zu suchen. Zu Thompsons Zeit hingen fast alle entschlüsselten Glyphen noch immer mit der langen Zählung, dem Mondzyklus, der Kalenderrunde und anderen astronomischen und kalendarischen Daten zusammen. Der störrische Rest verweigerte sich stur der Analyse. Niemand wusste, was er mit dem Rest dieser Inschriften anfangen sollte. Was war mit all diesen Glyphen, die auf die Daten folgten? Niemand konnte sie lesen, nicht einmal ansatzweise. Auf der Grundlage dessen, was über die Maya bekannt war, zog Thompson den Schluss, dass die Zeit selbst im Mittelpunkt ihrer Zivilisation stand. Er glaubte, die Maya seien ein friedliches Volk, das von weisen, astronomisch gebildeten Priestern geführt würde. Ihre Stelen bauten sie als Erinnerung an ihre Verbundenheit mit den Sternen. Die Figuren in ihren Kunstwerken stellten Priester und Götter dar. Und ihre Glyphen waren eine Anhäufung von Symbolen, die ihre höchsten Mysterien beschrieben. Thompson wollte uns davon überzeugen, dass außer den Daten und der Astronomie überhaupt kein System darin lag. Im Grunde sei es eine Art mystischer Übung, um mit ihren Göttern zu kommunizieren. Mitte Thompsons Sicht der Maya und ihrer Glyphen mehr oder weniger allgemein anerkannt. Die Leute gaben auf und sagten, niemand wird diese Schrift je entziffern. Dieses Wirrwarr ist unlösbar. Die Frau, die Thompsons Vorstellungen über den Haufen werfen sollte, kam fast zufällig zur Maya-Forschung. Tatjana Proskuriakow studierte Architektur an der Pennsylvania State University. Doch als sie 1930 ihren Abschluss machte, herrschte im Land die große Depression. Sie hatte keine richtige Arbeitsstelle in Aussicht. Im Museum der Universität Pennsylvania sah sie eine Ausschreibung, in der jemand gesucht wurde, der Zeichnungen, Rekonstruktionen und dergleichen von den Ruinen in Piedras Negras anfertigen konnte. Einer der großen klassischen Maya-Städten am Usumacinta, dem Ruinenfluss zwischen Mexiko und Guatemala. Dort begann Tanya ihre Arbeit. Sie rekonstruierte, wie es in der Vergangenheit ausgesehen haben könnte. Sie war eine geschulte Beobachterin, konnte sehr gut räumlich denken und erstellte mit Hilfe ihrer sorgfältigen Berechnungen allmählich ein dreidimensionales Modell der Stadt. Ihre Rekonstruktionszeichnungen waren mehr als nur architektonisch genau. Sie erweckten die alte Maya-Stadt zum Leben. Im Laufe der Jahre fertigte Proskuriakow Bilder von Ausgrabungsstätten in der gesamten Maya-Region an. Unzählige Male reproduziert, wurden sie zu den prägenden Bildern der alten Maya-Stadt. Es war fast so, als ob sie eine Art Röntgenblick hätte, sodass sie eine Tempelruine ansehen und erraten konnte, wie viele Terrassen den Überbau stützten. Und sie erwies sich als bemerkenswert präzise in ihren Voraussagen. Fast 20 Jahre lang arbeitete Proskuriakow für das Carnegie-Institut, als einzige Frau in einer von Männern dominierten Archäologenwelt. Ab 1958 forschte sie nicht mehr vor Ort, sondern arbeitete für den Rest ihres Lebens in einem Kellerraum des Peabody-Museums in Harvard, wo die Maya-Akten des Carnegie-Instituts gelagert wurden. Eines ihrer Projekte hier am Peabody-Museum war das Zusammensetzen von Jadefragmenten, die in zahlreiche Stücke zerbrochen waren. Und ausgerechnet dann, als sie fast unbemerkt im Peabody-Museum vor sich hinarbeitete, kam ihr großer Durchbruch. Sie hatte eine sehr logische Denkweise. Bei Tanya musste alles rational und logisch sein. Sie suchte ein System, mit dem sie die Maya-Kunst datieren konnte und interessierte sich immer mehr für die Kunst der Stelenreliefs. In
Im Peabody-Museum hatte sie Zugang zu Fotos von über 2 Dutzend Stelen aus Piedras Negras. Zunächst sortierte sie sie chronologisch. Dabei fiel ihr ein Muster auf. Die Maya aus Piedras Negras errichteten eine Reihe von Stelen vor jedem Tempel. Alle 5 Jahre eine. Dann gingen sie zum nächsten Tempel über und errichteten dort eine neue Reihe. Auf der ersten Stele in jeder Reihe ist stets eine Figur in einer Nische dargestellt. Eric Thompson dachte, es handle sich um Götter, die von himmlischen Drachen durch den Himmel getragen würden. Am Fuß der Stele war ein Menschenopfer zu sehen, sowie Fußabdrücke, die eine Leiter zu der oben sitzenden Figur erklommen. Proskuriakow war fest entschlossen, den Sinn dieser Szene zu erschließen. Jede Stele in einer Reihe zeigt ein Datum an. Diese Daten lagen genau 5 Jahre auseinander. Auf mehreren Stelen in jeder Reihe wurde jedoch auch noch ein anderes Datum genannt, das 2 oder 3 Jahre vor dem der ersten Stele lag. Proskuriakow bemerkte, dass die Glyphe unmittelbar nach dem geheimnisvollen Datum immer einen in Stoff gewickelten Vogelkopf oder ein Bündel zeigte. Thompson hatte sie Zahnschmerzglyphe genannt. Doch was bedeutete sie? Ein Anhaltspunkt bestand darin, dass jede Reihe noch ein weiteres Geschehen zeigte. Dieses Geschehen fiel irgendwo in die Zeit zwischen 12 und 31 Jahren vor dem Zahnschmerzereignis. Die Glyphe nach diesem ersten Datum bestand immer aus einem umgedrehten Reptilienkopf. Dieses Ereignis wurde nie zu dem Zeitpunkt festgehalten, an dem es passierte. Erst nach dem Zahnschmerzereignis wurde es wichtig genug, um gewürdigt zu werden. Zweifellos gibt es viele Ereignisse in der Geschichte, die auf diese Weise miteinander verbunden sind. Doch am häufigsten ist sicherlich die Geburt eines Menschen, der als Erwachsener große Geltung oder Macht erlangt. Tatjana Proskuriakow. Sie konnte sie nicht lesen, aber sie wusste, was sie bedeuteten. Sie stellte die Hypothese auf, dass es sich bei der ersten um eine Geburtsglyphe handelte und bei der nächsten um die Thronbesteigung. Die Daten passten perfekt zu dieser Interpretation. Diese Könige und nicht Götter hätten den Thron im Alter zwischen 12 und 31 Jahren erklommen. Zwischen der Geburt des einen Königs und der Nachfolge des nächsten lägen nie mehr als 60 Jahre. Eine angemessene Lebensdauer für einen Menschen. Sie vermutete, dass jede dieser Reihen, wie sie sie nannte, die Lebensgeschichte eines bestimmten Herrschers schilderte. Sie hatte es hier mit einer Dynastie zu tun. Zum ersten Mal ging es um Geschichte. Durch Proskuriakows geniale Erkenntnis veränderten sich plötzlich die Bilder auf den Stelen. Die Alkoven waren Throne. Die Figuren stellten keine Götter und Priester dar, sondern Könige und Königinnen. Es handelte sich um ein Familienalbum. Herrscher 1 besteigt den Thron im Jahr 608 nach Christus. 5 Jahre später ist er ein Krieger, dem Kriegsgefangene zu Füßen liegen. 15 Jahre später übernimmt Herrscher 2 den Thron. Er ist erst 13. Seine Mutter steht neben ihm. Mit 26 Jahren trägt er Kriegsbekleidung. 10 Jahre später ist er noch immer ein Krieger, hat anscheinend aber ziemlich zugenommen. Er regiert 47 Jahre lang. Herrscher 3 übernimmt den Thron 678 im Alter von 22 Jahren. Als er 42 Jahre alt ist, begegnen wir seiner jungen Frau. Sie trägt nicht die Priesterroben, die Thompson darin gesehen hatte, sondern einen Rock und eine Bluse, so wie die Maya-Frauen sie heute noch tragen. Fünf Jahre später ist sie mit ihrer 3-jährigen Tochter abgebildet. Das Kind legt seinen Arm auf ihr Knie. So ging Proskuriakows Geschichte immer weiter durch die Amtszeit von 7 Piedras Negras-Königen. Sie rechnete alle Daten mit allen Abfolgen für jede Reihe aus. Ich sah sie mir an und meine Knie wurden weich. Ich sagte, Tanja, Sie haben es geschafft. Das ist die wichtigste Entdeckung aller Zeiten.
Sie zeigte ihre Arbeit Eric Thompson und der sagte, ach Tanja, Sie wissen, dass das nicht stimmen kann. In diesen Inschriften gibt es keine Geschichte. Als sie am nächsten Tag zur Arbeit kam, wurde sie von Eric Thompson mit den Worten begrüßt, Sie haben absolut recht. Das ist erstaunlich für jemanden, der sich Zeit seines Lebens gegen die Vorstellung sträubte, es könnte sich hier um Geschichtsschreibung handeln. Es änderte einfach alles. Nun wussten wir, dass diese Monumente Geschichte erzählten. Proskuriakow fand die Bedeutung in dem Muster, wie sich die Glyphen zu den Bildern, der Architektur und der Geografie verhielten. Doch die Glyphen waren erst dann wahrhaft entschlüsselt, wenn sie gelesen werden konnten in der Sprache, in der sie geschrieben wurden. Die Nachforschungen über die Aussprache der Glyphen begannen 1862. Auf der Suche nach Büchern über die Maya fand ein französischer Priester namens Brasseur de Bourbourg in der Bibliothek der Königlichen Akademie für Geschichte in Madrid eine sonderbare Handschrift. Sie stellte sich als Diego de Landas Bericht aus Yucatan heraus, der 300 Jahre lang verschollen gewesen war. Er enthielt die Tages- und Monatsglyphen, die Förstemann später zur Berechnung des Kalenders benutzte. Aber auch die Glyphen, die Landa das Maya-Alphabet nannte. Brasseur glaubte, den Schlüssel zum Geheimnis der Maya-Glyphen gefunden zu haben. Eifrig übertrug er ihn auf ein weiteres Buch, das er gefunden hatte, den Madrider Kodex. Brasseur versuchte mit Hilfe von Landas Alphabet einen Teil des Madrider Kodex zu übersetzen und baute dabei ziemlichen Mist. Gegründet, vermehrt, Wasser, Eis, Tod, Wasser. Er hatte das System derart missverstanden, dass er die Glyphen und den Kodex rückwärts las. Sie werden von links nach rechts und von oben nach unten gelesen, aber er las sie rückwärts. Brasseurs Fehler waren jedoch nicht das einzige Problem. Auch andere versuchten, Landas Schlüssel anzuwenden, ohne Erfolg. Das Alphabet wurde aufgegeben und bestenfalls als nutzlos, schlimmstenfalls als Schwindel angesehen. In den 1880er Jahren bekam Landas Glyphenschlüssel noch einmal eine Chance, dank eines amerikanischen Agrarwissenschaftlers namens Cyrus Thomas. Er war ein Mann mit weitreichenden Interessen. Er kannte die Landa-Handschrift, wusste von den frühen Versuchen, mit Hilfe des sogenannten Alphabets die Inschriften zu lesen und fand einige sehr plausible Erklärungen. Thomas bemerkte, dass einige der Glyphen in Landas Manuskript nicht als einzelne Buchstaben, sondern als Konsonant-Vokalsilben angezeigt wurden. Er vermutete, dass es sich bei vielen anderen ebenfalls um Silben handelte. Thomas war davon überzeugt, dass die Glyphen eine alte Form der Sprachen darstellte, die heute noch von lebenden Maya gesprochen werden. Er durchsuchte Maya-Wörterbücher nach Hinweisen darauf, wie sie gelesen werden könnten. Über dem Bild eines wilden Truthahns in einer Falle steht beispielsweise eine Glyphe, die aus Landas Zeichen für Kuh und einem zweiten Zeichen besteht. Das Wort für Truthahn im yucatekischen Maya ist Kutz. Thomas nahm an, dass das zweite Zeichen für den TZ-Klang am Ende von Kutz stand. Auf der anderen Seite des Atlantik, in Deutschland, lebte der überragende Dr. Eduard Seeler, der wahrscheinlich größte Wissenschaftler seiner Zeit in der Erforschung alter mesoamerikanischer Zivilisationen. Eduard Seeler war Experte darin, die Bedeutung der Symbole in der Bilderschrift der Azteken zu entschlüsseln. Er glaubte, die Maya-Glyphen wären, wie diese Aztekenzeichen, bildliche Symbole, von denen jedes für eine Idee oder ein Konzept stand. Er beschloss, Cyrus Thomas und seine Vorstellung, es könnte eine Verbindung zwischen der Hieroglyphenschrift und irgendeiner Maya-Sprache bestehen, zunichte zu machen. Seeler glaubte, dass das Zeichen, das Thomas als TZ gelesen hatte, in Wirklichkeit ein Bildzeichen für Brustkorb sei. Wenn Thomas recht hätte, so Seeler, müsste das Brustkorbzeichen auch in anderen Zusammenhängen für TZ stehen. Es bildete zum Beispiel den ersten Teil der Glyphe für Hund
Doch Hund heißt auf Maya Peck. Daraus schloss Seeler, dass Thomas' Lesart falsch sein musste. So prüfte er Glyphe für Glyphe und diskreditierte Thomas' Vorschläge. Viele von Thomas' Interpretationen waren zweifelhaft. Doch die Ironie an der Geschichte ist, dass Thomas recht damit hatte, in den Lauten des gesprochenen Maya nach Anhaltspunkten zu suchen. Auch mit dem Truthahn lag er richtig. Und mit dem Hund lag Seeler falsch. Er hatte übersehen, dass es auf Maya ein zweites, weniger gebräuchliches Wort für Hund gibt, Zul. Die Anfangssilbe entspricht der letzten Silbe von Kutz. Hätte Seeler dieses Wort gefunden, hätte er sich Thomas' Suche vielleicht angeschlossen. Stattdessen gab Thomas nach der Attacke seiner Suche nach Silbenzeichen auf. Erst 50 Jahre später machte ein Russe dort weiter, wo Thomas aufgehört hatte. Im Mai 1945 marschierte die russische Armee in Berlin ein. Unter ihnen ein junger Offizier namens Juri Valentinowitsch Knorosow. Er war ein Artillerieaufklärer der Roten Armee. Dieser Mann brachte den größten Durchbruch in der Entzifferung der Maya-Schrift. Wie er mir einmal erzählte, kam er während der Einnahme Berlins in die Stadt und fand in den Trümmern der Staatsbibliothek ein Buch, das das Feuer überlebt hatte. Er nahm es mit. Es stellte sich als sehr gute Schwarz-Weiß-Reproduktion der drei damals bekannten Kodizes heraus: Dresdner, Madrider und Pariser Kodex. Eine andere Version der Geschichte besagt, Knorosow habe das Buch in Moskau entdeckt, in Kisten aus Berlin. Auf jeden Fall faszinierten ihn die Glyphen. Als Knorosow in einem Artikel las, dass die Maya-Glyphen ein unlösbares Rätsel seien, nahm er die Herausforderung an. Er machte einen Abschluss in Linguistik und wurde zum einzigen russischen Maya-Forscher auf einem Gebiet, das von Eric Thompson und anderen westlichen Wissenschaftlern dominiert wurde. Knorosow saß damals und bis ans Ende seiner Tage verborgen im zweiten Stock des alten ethnographischen Instituts in einem Raum mit 5 oder 6 anderen Leuten. Er hatte jedoch den besten Tisch direkt am Fenster, das von der klirrenden Kälte zugefroren war, und blickte auf die Neva, auf der sich das Eis türmte. Da er während der Stalinzeit und damit hinter dem Eisernen Vorhang lebte, war er ziemlich isoliert. Er war den Ideen anderer nicht so ausgesetzt. Ideen, die in Thompsons Fall schlicht falsch waren. Das verschaffte ihm eine andere, frische Perspektive. Er war sozusagen ein unbeschriebenes Blatt. Durch seine Erfahrungen auf anderen Gebieten gewann er wichtige Erkenntnisse. Das war wohl das Entscheidende. Er hatte sich schon mit der koptischen Sprache beschäftigt, er kannte die ägyptischen Hieroglyphen. Mit seinen linguistischen Kenntnissen war er genau der Richtige, um sich den Maya-Glyphen zuzuwenden. Knorosow wusste aus seinem Linguistikstudium, dass bei der Analyse eines unbekannten Schriftsystems zuerst die Zeichen gezählt werden müssen. Hat die Schrift zwischen 20 und 35 Zeichen, ist sie wahrscheinlich alphabetisch und bildet einfache Laute ab. Bei 80 bis 100 Zeichen handelt es sich wahrscheinlich um eine Silbenschrift. Ein Syllabar hat mehr Zeichen als ein Alphabet, weil es aus allen möglichen Kombinationen von Konsonanten und Vokalen besteht, die in einer Sprache vorkommen. Wenn die unbekannte Schrift jedoch mehr als ein paar hundert Zeichen hat, ist sie sicher logographisch und besteht aus Zeichen für ganze Wörter. Ein umfangreiches logographisches System wie Chinesisch hat tausende von Zeichen für tausende von Wörtern. Die Maya-Schrift hat ungefähr 800 Zeichen. Zu viele für ein Alphabet oder ein Syllabar, viel zu wenige für ein Zeichen für jedes Wort. Daher nahmen Wissenschaftler lange Zeit an, dass es sich um ein sehr begrenztes, rein logographisches System handelte, das nur aus Zeichen für ein paar hundert Wörter bestand.
Doch Knorosow war sich sicher, dass sie Unrecht hatten. Er wusste, dass kein Schriftsystem nur aus einer Art von Zeichen besteht. Unser alphabetisches System kennt Ziffern und andere logographische Zeichen. Knorosow erkannte, dass die Maya-Schrift auch ein gemischtes System ist. Er kombiniert Logogramme oder Wortzeichen mit phonetischen Zeichen, also Zeichen, die für Laute stehen. Doch bei den phonetischen Zeichen der Maya-Schrift handelt es sich nicht um ein Alphabet, wie Landa angenommen hatte. Knorosow glaubte durchschaut zu haben, worin Landas Verwechslung an jenem Tag vor langer Zeit im Kloster von Isamal bestand. Antonio Gasparci war gebildet. Er konnte sowohl Spanisch als auch Latein lesen und schreiben. Er wusste, worum es ging. Es war Landa, der es nicht begriff. Er bat Chi, die Laute des spanischen Alphabets aufzuschreiben. Und das tat er. A, B, C, D, E, F. Sie erfassten kein Alphabet, sondern ein unvollständiges und unstrukturiertes Silbenregister. Als Knorosow das verstanden hatte, konnte er dort weitermachen, wo Cyrus Thomas aufgehört hatte, nach Silben zu suchen. Er wandte sich dem Madrider Kodex zu, in dem Wissenschaftler im 19. Jahrhundert die Glyphen für die vier Himmelsrichtungen ausfindig gemacht hatten. Als erstes sah er sich die Glyphe für Westen genauer an. Sie bestand aus zwei Zeichen. Unten war das bekannte Sonnenzeichen. In all seinen Varianten hat es vier Speichen oder Blütenblätter. Es ist oft als Körperschmuck des Maya-Sonnengottes zu sehen. Der zweite Teil der Westglyphe bestand aus einem Zeichen, dessen Bedeutung unbekannt war. Von der realistischsten bis zur abstraktesten Darstellung zeigt es stets eine Hand, bei der sich Daumen und Zeigefinger berühren. Eric Thompson, der davon überzeugt war, dass die Glyphen immer für Ideen standen, hatte behauptet, das Handzeichen bedeute Vollendung oder Fertigstellung und las die Glyphe als Fertigstellung der Sonne oder Sonnenuntergang, also Westen. Knorosow ging anders an die Sache heran. Er verband die Glyphen mit den Lauten der gesprochenen Maya-Sprache. Er wusste, dass das Wort für Westen Chik'in und das Wort für Sonne G'in ist. Also schlug er vor, das Handzeichen nicht als das Konzept Fertigstellung, sondern als die Silbe Chi zu lesen. Er verband die Silbe Chi mit dem Logogramm K'in und bildete so Chik'in, Westen. Um diese Deutung des Zeichens zu bestätigen, testete Knorosow es in anderen Zusammenhängen. Über dem Bild eines Geiers im Madrider Kodex fand er Landas Q-Zeichen und das Handzeichen, das er gerade als Chi interpretiert hatte. In Silbenschrift ist der letzte Vokal normalerweise stumm, sodass die Verbindung als Kutsch gelesen werden kann, was auf yucatekischem Maya in der Tat Geier bedeutet. Die Lesart von Chi war hiermit bestätigt. Auf diese Weise machte Knorosow weiter. Silbe für Silbe. Viele seiner Interpretationen griffen so ineinander, dass ein Zufall ausgeschlossen war. Er veröffentlichte seine Ergebnisse 1952 in einer sowjetischen Zeitschrift, am Höhepunkt des Kalten Krieges. Der sowjetische Propagandaapparat stürzte sich natürlich darauf und sagte: Seht her, von den Wundern des Marxismus-Leninismus beflügelt, hat dieser junge Wissenschaftler vollbracht, was keinem der imperialistischen Wissenschaftler in Großbritannien, den USA oder Deutschland je gelungen ist. Er hat uns gezeigt, wie die Maya geschrieben haben. Thompson hörte davon und ging sofort in die Offensive. Er war sein Leben lang Antikommunist gewesen und beschloss nun, die Welt darüber aufzuklären, dass es sich um einen bösen Schwindel handelte. Einige von Knorosows konkreten Deutungen waren fragwürdig oder schlichtweg falsch. Auf diese stürzte sich Thompson, um Knorosows gesamte Methode zu diskreditieren. Einer von Thompsons Kritikpunkten lautete verständlicherweise: Wenn wir es nur mit einer simplen Silbenschrift zu tun haben, warum können wir dann nicht plötzlich alles lesen? Warum macht jetzt nicht plötzlich alles Sinn? Müsste jetzt nicht schlicht und einfach alles entziffert werden können?
Ein komplettes Maya-Syllabar müsste mindestens über 80 phonetische Zeichen verfügen. Doch an Knorozows anfänglichen Erfolg knüpften sich nur wenige neue Deutungsversuche. Es fehlte noch immer der Schlüssel, um eine Flut auszulösen. Eine Handvoll Wissenschaftler unterstützte Knorozow und kämpfte im Westen für seine Ideen. Doch Thomsons Sicht beherrschte das Feld. Knorozow blieb in der Sowjetunion, geistig und geografisch isoliert. Den letzten Schlüssel zum Code entdeckte David Stewart, dessen inoffizielle Ausbildung zum Maya-Forscher bereits in sehr jungen Jahren begann. Sein Vater George arbeitete für die National Geographic Society und nahm ihn oft auf Geschäftsreisen nach Mittel- und Südamerika mit. Als David 8 Jahre alt war, ging George Stewart mit seiner Familie nach Koba in Yucatan. In der Nähe dieser herrlichen Seen lagen große, vom Wald bedeckte Pyramiden. Ich weiß noch genau, dass ich es in den ersten 2 oder 3 Wochen einfach nur hasste. Es war heiß, es gab jede Menge Insekten und wir mussten uns alle in diese Maya-Hütte zwängen. Doch irgendwann fing ich an, umherzuwandern und mir die Ruinen anzusehen. Für ein Kind war es einfach ein herrlicher Ort zum Herumtollen. Während wir in Koba waren, wurden gerade ein paar Monumente entdeckt. Das überzeugte mich dann endgültig. Mein Vater ließ alles stehen und liegen und machte Zeichnungen von den Bauten. Ich schaute ihm dabei über die Schulter und dachte, hey, das ist total toll. David beschloss, rauszugehen und selbst zu zeichnen. Er nahm also seine Stifte und Papier und begann, Hieroglyphen zu zeichnen. Als wir zurück in die USA kamen, hatte diese Erfahrung einen solchen Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich immer wieder dorthin zurück wollte. 2 Jahre später traf David die Maya-Forscherin Linda Scheele im Washingtoner Büro von National Geographic. Er war 10 Jahre alt. George sagte, sie würden es wirklich zu schätzen wissen, wenn David bei mir lernen könnte. Spontan sagte ich, warum kommt er diesen Sommer nicht mit runter nach Palenque? Der nächste Sommer war einer der aufregendsten meines Lebens. Ich durfte ihr dabei helfen, ihre Zeichnungen zu überprüfen. Wir gingen mit Taschenlampen und ihren Zeichnungen in die Tempel und machten Korrekturen. In den vorangegangenen 10 Jahren hatten Scheele und ein wachsender Kreis von Mitarbeitern Proskuriakows strukturelle Methode auf die Inschriften in Palenque und anderen Städten angewandt. Sie hatten nicht nur Dynastien entdeckt, sondern auch damit begonnen, ihre Kriege, Ehen und politischen Bündnisse zusammenzusetzen. Ohne eine vollständige Entschlüsselung der Silben konnten die Tafeln zwar in keiner Maya-Sprache gelesen werden, doch die Grundzüge der Maya-Geschichte erwachten zum Leben. Ich weiß noch, wie Linda sagte, wenn du die Maya-Glyphen lernen willst, musst du das alleine machen. Ich werde dir nur dabei helfen, mehr nicht. Sie erklärte mir nicht, was die Dinge bedeuteten. Ich musste es selbst herausfinden. Ich gab ihm die Kreuztafel und sagte ihm, er solle sich auf die hintere Veranda setzen und so viel wie möglich herausfinden. Ein paar Tage später kam er zu mir und hatte das gleiche strukturelle Verständnis des Textes, für das Peter Matthews, Floyd Lounsbury, Dave Kelly und ich 3 Jahre gebraucht hatten. Da wurde mir klar, dass er ziemlich gut war. Scheele betreute den jungen David Stewart weiter. Bei einer sogenannten Mesa Redonda, einer Konferenz im Jahre 1978, legte er mit 12 Jahren seine erste wissenschaftliche Arbeit über die Maya-Glyphen vor. Ich moderierte diese Veranstaltung und war so nervös, dass ich den Saal verließ, als David für seinen Vortrag nach oben kam. 50 der weltgrößten Maya-Forscher saßen im Publikum. Er hielt einen Vortrag, dem vermutlich 3/4 des Publikums nicht folgen konnten. Es war ein richtig wissenschaftlicher Vortrag. Und die meisten waren einfach nur verblüfft. 3 Jahre später erforschte eine Expedition von National Geographic eine neu entdeckte Höhle tief im Dschungel von Guatemala.
David war inzwischen 15 Jahre alt und fungierte bei dem Projekt als Epigraphiker, als Experte für die Maya-Schrift. Tief im Inneren der Höhle konnte er ein zuvor nicht entziffertes Zeichen als Silbe Sha identifizieren. Es war ein bedeutender Fund. 40 Jahre nach Knorozows Erkenntnissen waren neu entschlüsselte Silben noch immer äußerst selten. Der große Durchbruch kam 2 Jahre später, als Stuart 17 war. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf ein Zeichenpaar, dessen Entzifferung die meisten Maya-Forscher für längst gesichert hielten. Eric Thompson hatte bereits dargelegt, dass diese beiden Zeichen Zeitangaben waren. Das eine zählte in die Zukunft und das andere in die Vergangenheit. Die beiden Glyphen hatten ein gemeinsames Zeichen. Manchmal die von Thompson identifizierte Wasserglyphe und manchmal einen Haikopf. Auf Maya Shork. Auf yucatekischem Maya kann Shork auch zählen heißen. Die Maya konnten einige abstrakte Vorstellungen nicht richtig ausdrücken und erfanden dafür Rebusse. Wie bei Kindern, die ein Auge Ei, eine Dose Can und einige Wellenlinien Si zeichnen, um zu sagen, I can see, ich kann sehen. Die Maya hatten Schwierigkeiten mit dem Wort für zählen und sie zählten viel. Das Wort, das dem am nächsten kam, war ihr Name für Hai. Da Shok sowohl Hai als auch Zählen bedeutet, benutzten sie dieses Bild. Da der Hai im Wasser schwimmt, stellte Thompson die Theorie auf, dass die Maya ihn normalerweise mit dem Zeichen für Wasser ersetzten, das viel einfacher zu zeichnen oder zu meißeln war. Das war damals ein großer Fortschritt bei der Entschlüsselung der Maya-Schrift. Sie zeichneten also Rebusse. Doch Stuart entdeckte etwas, das ihn Thompsons Rebus-Theorie anzweifeln ließ. Er fand heraus, dass noch andere Zeichen als Ersatz für den Hai dienten. Ein Menschenkopf, ein Affe und in einem Fall ein klammerförmiges Zeichen. Standen all diese Zeichen für den Begriff Zählen? Stuart war der Meinung, dass es eine viel einfachere Erklärung gab. Das Klammerzeichen tauchte in Landers Silbenregister auf. Es ist das Zeichen für die phonetische Silbe U und war seit Beginn der Entschlüsselung bekannt. Stuart schloss daraus, dass all diese Zeichen, Klammer, Hai, Wasserglyphe, Menschenkopf und Affe, ganz einfach für die Silbe U standen. Der Beweis dafür war, dass alle diese Zeichen scheinbar beliebig für die U-Klammer eingesetzt werden konnten, auch in anderen Zusammenhängen, die nichts mit Zählen zu tun hatten. Dave Stuart zeigte auf, dass viele dieser Substitutionen rein phonetischer Natur sind, durch die das gleiche Wort einfach etwas anders geschrieben wird. Die rückwärts- und vorwärts zählenden Glyphen waren in Wirklichkeit phonetisch ausgeschriebene Sätze. I, U, T und U, T, Ja. Auf Maya bedeutet I, Ut und dann geschah es. Und Uti, seitdem es geschah. Thompsons Kalenderrechnungen waren in Wirklichkeit Geschichten. Und dann geschah es am Tag 1, Kib 14, Kankin, dass Frau Katun Ahau von Naman für die Hochzeit mit Kinich Jonal Ak geschmückt wurde. Und nach 11 Tagen, 10 Monaten, 1 Jahr und 20 Tagen, da geschah es, dass am Tag 4 Kimi 14 Uo ihre Tochter geboren wurde. Huntan-Ak, Fürstin der Sonne. Die Folgen waren revolutionär. Die Epigraphiker hatten nach einem eigenen Zeichen für jeden Silbenlaut gesucht. Doch wenn U von mehr als einem Zeichen dargestellt werden konnte, galt das möglicherweise auch für andere Silben. Ein Laut kann in 13, 14, 15 verschiedenen Versionen vorkommen. Je gebräuchlicher ein Element in der Maya-Sprache ist, desto mehr Zeichen hat es in der Regel. Sie hassten es, sich zu wiederholen, und sie liebten es, neue Dinge auszuprobieren. Als dieses Muster der Substitution einmal durchschaut war, wurde aus der komplexen Maya-Schrift ein überschaubares und verständliches System. So,
Mir wurde klar, dass die eigentliche Aufgabe beim Knacken des Codes darin bestand, herauszufinden, welche Zeichen die gleichen waren. Es war zwar kompliziert, aber sobald das Bildmaterial in das existierende System eingefügt war, ergab es einen Sinn. So konnten Voraussagen getroffen und der Code tatsächlich geknackt werden. Ein Schreiber konnte Balaam, Jaguar, mit einem Logogramm schreiben, also mit einem Zeichen für das ganze Wort. Oder, um es noch deutlicher zu machen, die erste Silbe am Anfang des Wortes oder die letzte Silbe am Ende des Wortes hinzufügen. Schließlich konnte er auch das gesamte Wort phonetisch schreiben und dabei eine Bandbreite phonetischer Zeichen benutzen, die alle Ba, La, Ma, Balaam bedeuteten. Wenn die verschiedenen Schreibweisen einander in ähnlichen Sätzen ersetzten, konnten Wissenschaftler mit Hilfe dieser Silben die Bedeutung des Wortzeichens entschlüsseln und umgekehrt. Rasch folgten zahlreiche Deutungen. Fast jede Woche gab es neue Entzifferungen. Thompsons höhnische Worte, wenn das die Entschlüsselung ist, wo bleibt dann die Leseflut, wurden beantwortet. Da war sie, die Flut, und die Entzifferungen strömten in unglaublich kurzen Abständen herein. Das Reich der alten Maya nahm auf einmal Gestalt an, in ihren eigenen Worten. Zuerst wurden die Worte von kleinen, persönlichen Gegenständen entziffert. Utupa, Utup, sein Ohrschmuck. Ubaki, Ubak, sein Knochenwerkzeug. Ulag, seine Schale. Ukip, sein Trinkgefäß. Sie bezeichnen besonders wichtige Gegenstände des königlichen Hofes. Es handelt sich wahrscheinlich um Geschenke, die sie entweder bekommen oder verschenkt haben. Sie waren Teil des sozialen Prozesses dieser Gesellschaft. Hier erhebt er sein Trinkgefäß. Zum Maisbaum. Für Kakao. Kak Tilu Chanchak. Heiliger Herrscher von Naranjo. Es handelt sich also um Namensschilder. Sie sind überall, denn die Maya hinterließen gerne überall Widmungen. Auf Gebäuden, in Räumen, auf Monumenten. Usak Laktun, sein Weihrauchfass aus weißem Stein. Kinich Zamtun, der leuchtende Steinthron. Ulakamtun, sein großer Stein. Das ist die Glyphe für Stein oder Tun auf Maya. Manche glauben, sie stehe für eine Steinhöhle, in der Wasser von einem Stalaktiten auf den Boden tropft. Eine verwandte Glyphe, die die gleichen Merkmale aufweist, aber einen gekräuselten Rand hat, bedeutet Berg. Auf einer der Abbildungen im Dresdner Kodex sitzt der Regengott Chak auf einem Kopf mit den gleichen Steinmerkmalen. Der Text bezeichnet ihn phonetisch als einen Witz, einen Hügel. Wenn sie die Vorstellung eines Berges erzeugen wollten, zeigten sie nie eine Naturlandschaft, sondern vielmehr den Geist des Berges. Sie gaben ihm eine Persönlichkeit. Auf der Tafel in Khan Balaams Tempel der Erde in Palenque hält Khan Balaam eine Berggipfelzeremonie ab. Er steht dabei auf dem gleichen symbolischen Berggott. Die Merkmale am Kopf des Berggeistes sind Steinmerkmale, weil Berge aus Steinen bestehen. Auch Mais ist zu sehen. Aus dem Spalt im Berggipfel wächst wogender Mais. Das sind die Berge der Nahrung. Die Hieroglyphen, aus denen die Pupillen in den Augen der Monster bestehen, bedeuten Yashala, Vizinala, Yashal, Vitznal. Grüner Maishügel. Es kommt alles von den Bergen. Regen, Mais. Deshalb werden viele Rituale entweder vor Bergen, auf Berggipfeln oder in Bergen und Höhlen abgehalten. Für viele moderne Maya sind die Berge zeremonielle Knotenpunkte in der Landschaft. Und die klassischen Maya bildeten ständig Berge ab. Einige Maya-Tempel haben an jeder ihrer vier Ecken ein Bergmonster. Der Tempel selbst war ein belebter Berggott.
Der Eingang des Tempels ist ein großer Mund mit riesigen Zähnen. Sie gehen quasi in den Berg hinein und betreten die Höhle mit der heiligen Stätte. Die Tempelhöhle war ein Ort der Verwandlung und Anrufung, ein Grenzbereich zwischen den Welten. In dieser Tempelzeremonie in der Stadt Yaxchilan beschwört Frau Sextun mit der Opfergabe ihres eigenen Blutes die Vision einer Schlange herauf. Kurz zuvor hat sie ihre Zunge mit dem Stachel eines Stachelrochens durchbohrt und eine mit Dornen versehene Schnur durch die Wunde gezogen. Jetzt trägt sie einen Weidenkorb mit den Utensilien für die Zeremonie. Den Stachel, die Schnur und die mit ihrem Blut getränkten Papierstreifen. Vor ihr brennt das Papier in einer Keramikschüssel. Von dem brennenden Blut steigt Rauch auf. Aus dem Rauch entsteht die Vision einer Schlange. Aus dem Maul der Schlange kommt die Figur eines Vorfahren. Der Text darüber beschreibt die Zeremonie. Am 28. März 755 unserer Zeitrechnung wurde die Vision der Schlange Yaxchit Nochan heraufbeschworen, dem Tiergeist des Gottes Kawil. Dann erschien die Vision des Ahnen Yaxzau Hän. Die Glyphe für Beschwören zeigt eine Hand, die einen Fisch hält. Sie steht für das Maya-Verb Zak, das wörtlich so viel heißt wie einen lebenden Fisch mit der bloßen Hand fangen. Es bezeichnet die Vorstellung, etwas Flüchtiges zu fassen, in ein anderes Element, einen anderen Bereich der Welt, in die Unterwelt zu greifen und ihr etwas zu entreißen, um es in die eigene Welt zu bringen. Das heißt es, einen Geist zu beschwören. Die Entzifferung brachte nicht nur Licht in die spirituelle, sondern auch in die restliche Welt der Maya und veränderte unser Verständnis von den Maya-Stadtstaaten und ihren Beziehungen. Wir begannen, die gesamte Maya-Geschichte in einen größeren Kontext einzuordnen, mit Blick auf die Beziehungen der verschiedenen Städte zueinander. Dabei machten wir natürlich noch viele weitere wunderbare Entdeckungen. Die 1931 tief im Regenwald im Süden Campeches entdeckte riesige Ruine von Calakmul war lange Zeit der große weiße Fleck in der Maya-Geschichte. Mit mehr als 6000 Bauten ist sie die größte aller Maya-Städte. Doch ihr Weichgestein ist so verfallen, dass nur wenige Inschriften lesbar sind. Sogar die Glyphe für Calakmul selbst war unklar. Doch Monumente an anderen Städten, wie diese Platte vor der kleinen Stätte in Kangquin, verwiesen voll Hochachtung auf eine unbekannte Stadt, deren Emblem den Kopf einer Schlange zeigte. Ende der 1980er Jahre war klar, dass es sich bei der Schlangenstadt um Calakmul handelte. Die Glyphe, die Calakmul in vielen dieser Inschriften einleitet, bedeutet As-U-Chabi, was so viel heißt wie »Er überwachte es«. Ihre Basis bildet das Zeichen für Erde. Chabi bedeutet überwachen, so wie ein Kornfeld überwacht wird. Wenn ein König in Calakmul die Einsetzung eines jüngeren Herrn überwachte, wurde das gewissermaßen damit verglichen, wie ein Bauer seine Milpa, sein Kornfeld, überwacht. Sie benutzten also eine landwirtschaftliche Metapher für diese politischen Beziehungen. Das ist großartig und typisch für die Maya. Es wurde deutlich, dass nicht alle Stadtstaaten der Maya gleichberechtigt waren. Er wurde als Herrscher eingesetzt, der König von Kangquen. Er überwachte es, der König von Calakmul. Wir fanden heraus, dass die Königreiche, die im Krieg erfolgreich waren und die, die anderen Staaten ihre Herrschaft auferlegten, häufig dieselben waren. In der Tat tauchten fast immer die gleichen auf, allen voran Calakmul und fast genauso oft Tikal. Vom 3. bis zum 9. Jahrhundert nach Christus war das Reich der Maya von diesen beiden Supermächten beherrscht.
Doch schließlich mündete der Kampf zwischen Tikal und Calakmul in einen Krieg im gesamten Maya-Tiefland. Chuk, gefangen nehmen. Yup, eine Stadt zerstören. Pul, verbrennen. Chak, köpfen. Als die Region politisch und ökologisch völlig am Ende war, fielen die großen Städte des südlichen Tieflandes schließlich auseinander. There are wars, there are violent acts. Es gab Kriege und Gewalt. Dos Pilas und Calakmul schlossen sich gegen Tikal zusammen. Ein Abschnitt auf der Treppe 1 in Dos Pilas erzählt von Schädelbergen und Blutbächen der Menschen aus Tikal. Auf dem letzten datierten Monument in Copan reicht der große König Yashpasach seinem Nachfolger Ukitok das Amtszepter, die symbolische Gründung einer neuen Dynastie. Doch diese neue Dynastie nahm nie ihren Anfang. Der Schreiber ging fort, ohne die Tafel fertigzustellen, und hinterließ sie unvollständig. Die Städte konnten sich keine Könige und keine Künstler mehr leisten. Die Entzifferung der Maya-Schrift dauert weiterhin an. Ständig tauchen neue Glyphen aus der Erde auf. Immer wenn jemand einen neuen Erdhügel oder einen unbedeutenden Steinhaufen im Regenwald findet, könnte sich das Gesamtbild radikal ändern. Täglich könnten neue Entdeckungen unsere Vorstellungen von der Geschichte und Kultur der Maya komplett verändern. Zumindest würden sie zum besseren Verständnis des Schriftsystems beitragen. Inzwischen können wir mehr als 90% der Glyphen mit einiger Sicherheit lesen. Es gibt hunderte von Logogrammen oder Wortzeichen, sowie hunderte von Silbenzeichen für alle Laute des mündlichen Maya. Die Sprache der Hieroglyphen wird jetzt in allen Nuancen rekonstruiert. Es handelt sich um eine veraltete Form des Maya, die sich etwa so zu den modernen Maya-Sprachen verhält, wie die Sprache der Minnesänger zum heutigen Deutsch. Wenn ich diese Texte lese, komme ich mir vor, als säße ich in einer Zeitmaschine. Es ist ein Privileg, sie in der Sprache lesen zu können, in der sie geschrieben wurden. Manche von ihnen lese ich vielleicht nach über 1000 Jahren als erste. Dank der Entzifferung konnten wir uns schließlich auch ein Bild von den Menschen machen, die diese Glyphen meißelten und malten, von den Schreibern selbst. Auf den Töpferwaren finden sich sehr viele Darstellungen von Leuten, die in Papierkodizes mit Einbänden aus Jaguarfell schreiben. Sie hießen Azib, die Schreibenden. Es gibt genügend Hinweise darauf, dass sie in Ateliers, fast schon Werkstätten, organisiert waren, die vielleicht von einem Meister geleitet wurden. Das System ähnelte wahrscheinlich dem Meister-Schüler-System im Florenz des 15. Jahrhunderts, wo Michelangelo oder Leonardo zu Künstlern wurden. Diese Schreiber, die Azib, entwickelten höchst individuelle Stile und wetteiferten darum, wer sich am elegantesten ausdrücken konnte. Manche Schreiber signierten ihr Werk sogar mit dem Ausdruck Udzib, sein Gemälde. Oder mit einer Fledermaus-Kopfglyphe, die seine Schnitzarbeit bedeutet. Hier im zentralamerikanischen Dschungel lebten Prinzen von königlichem Blut, die voller Stolz die Gemälde auf ihren Töpfen signierten. Meine Vorfahren in Europa malten sich derweil blau an und schlugen sich mit Knüppeln die Köpfe ein. Unsere Könige und Edelmänner konnten weder lesen noch schreiben. In einem Wohngebiet in Copan fanden Archäologen einen kunstvollen Palast.
Innen wie außen waren Figuren von Schreibern mit ihren Pinseln und Tintenfässern aus Muscheln eingeritzt. Es war eine Offenbarung für uns alle. Das war der archäologische Beweis dafür, dass die Schreiber tatsächlich einen sehr hohen Status in der Maya-Gesellschaft hatten. Diese Männer lebten buchstäblich in einem Palast. Von Bediensteten umgeben saßen sie auf einem prächtigen Thron, von wo aus sie Besucher empfingen und wo sie zum Teil auch malten und schrieben. Mehrere Maya-Schalen und Vasen zeigen einen göttlichen Schreiber, der auf der Oberfläche des kosmischen Wassers sitzt und sein Buch schreibt. Die alten Maya glaubten, dass das Universum von den Göttern gemalt und von göttlichen Schreibern aufgeschrieben worden sei. Die Schreibtradition war so stark, dass selbst die Gewalt der Conquista sie nicht zerstören konnte. Nach der Verbrennung der Maya-Bücher wurden die Hieroglyphen verboten. Aber die Schreiber hatten im 16. Jahrhundert von den spanischen Mönchen die lateinische Schrift gelernt. Sie nutzten diese Fähigkeit, um ihr uraltes Wissen zu bewahren. Sie hielten Geschichten, Stammbäume und Mythen fest, mit lateinischen Buchstaben, aber auf Maya. Diese Aufzeichnungen gaben später unschätzbare Hinweise auf die Bedeutung der Hieroglyphen. Und die Maya-Schreiber schrieben weiter. Während seiner Arbeit im entlegenen Dorf Señor entdeckte der deutsche Maya-Forscher Nikolai Grube 1984, dass einer der örtlichen Dorfbewohner ein Schreiber war. Don Cecilio lud Grube in sein Haus ein. Er zog eines seiner Manuskripte aus seinem Bücherregal. Sein Bücherregal ist das, was die Maya Spetén nennen. Ein gewobener Korb, der vom Dach des Hauses hängt, damit er vor Mäusen geschützt ist. Die Bücher, die Grube dort sah, waren moderne Prophezeiungen und Gebete, die auf Maya, aber in unserer lateinischen Schrift verfasst waren. Es handelte sich jedoch um eine alte Form dieser Schrift, gleich der, die die Mönche im 16. Jahrhundert ihren Maya-Schülern beigebracht hatten. Es war überwältigend zu sehen, dass sie noch immer diese alte Sprache benutzten. Sie haben nie eine Schule besucht, sie haben nie offiziell schreiben gelernt. Aber ein Schreiber bringt es dem nächsten bei, der wiederum die nächste Generation von Schreibern unterrichtet. Auf diese Weise lernen sie seit Hunderten von Jahren schreiben. Die Maya haben einen großen Teil zur Entzifferung beigetragen. Sie haben entscheidende Texte bewahrt, Forscher geführt und Monumente wieder aufgebaut. Sie haben großzügig ihr Wissen über ihre Sprachen, ihren Glauben und ihre Gebräuche geteilt. In den letzten Jahrzehnten ist die Entschlüsselung schließlich zu Hause angekommen. In den 1980er Jahren war Guatemala vom Bürgerkrieg gebeutelt. Wieder einmal befanden sich die Maya-Dörfer im Belagerungszustand. Vor dem Hintergrund der Unterdrückung und des Völkermordes begannen Maya-Dorfbewohner an Konferenzen zur Bewahrung der Maya-Sprachen und der mündlichen Tradition teilzunehmen. Jetzt, da ihre Kultur bedroht war, wurde ihre Geschichte besonders kostbar. Bei diesem Maya-Workshop in Antigua hielt ich einen Vortrag darüber, wie Maya-Texte auf verschiedene Weise präsentiert werden können. Ich sprach auch darüber, dass die Hieroglyphentexte wie moderne Texte sind. Dann zeigte ich ihnen einen dieser Texte und erklärte, wie er zu lesen war. An diesem ersten Tag kamen die Leute nach Catherines Vortrag zu ihr und sagten, sie haben dort auf der Leinwand Maya-Hieroglyphen gezeigt. Es schien, als könnten sie sie lesen. Sie sagte, ja, wir können sie inzwischen recht gut lesen. Da sagten sie, wow, das ist unsere Geschichte. Das ist es, was uns immer vorenthalten wurde. Das ist es, was wir wissen wollen. Wir haben sie kennengelernt. Und dann kamen sie nach Antigua in Guatemala. Hier machten sie dann einen Workshop über die Maya-Inschriften. Das ist die Geschichte, die ich in der Schule nie gelernt habe.
Sie ist sehr, sehr wichtig für uns. Denn das ist die Geschichte, die wir nicht kennen. Diese Hieroglyphen-Workshops in Guatemala werden seitdem fortgeführt und in anderen Maya-Gebieten wurden bereits neue Workshops initiiert. Maya-Veteranen aus den ersten Workshops bringen anderen Maya die Glyphen bei, sowie die Geschichte, von der sie berichten. Als wir erfuhren, welche Gedanken in der Maya-Schrift steckten, waren wir überrascht, dass es diese Ideen schon damals gab und dass sie bis heute Bestand haben. Es hilft uns, unsere Wurzeln zu finden und unsere Identität als Maya zu stärken. Die Geschichte seines Landes zu kennen, birgt eine große Verantwortung und einen besonderen Wert. Denn dadurch lassen sich Dinge verstehen und erfahren, die noch heute von Bedeutung sind. Es geht um mehr als um Namen oder Daten. Es geht darum, zu wissen, wer du bist und dass du ein Teil von etwas bist. 400 Jahre lang war die Verdrängung der Maya-Sprache und Schrift Teil der Unterdrückung der Maya-Kultur. Maya-Kinder lernten Spanisch lesen und schreiben, bekamen christliche Namen und wurden davon abgehalten, Maya zu sprechen. Jetzt beginnen Maya-Kinder, die Hieroglyphen und die Geschichte ihrer Vorfahren zu erlernen, und Maya-Eltern geben ihren Kindern Namen alter Maya-Herrscher. Eines der wertvollsten Geschenke für eine Gruppe von Menschen ist ihre Geschichte. Sie verortet die Menschen in der Zeit, gibt ihnen Halt und Identität. Die Entzifferung der Hieroglyphen ist nur der erste winzige Schritt, um ihre Weltsicht und ihre Geschichte zu verstehen. Damit können sie das Puzzle zusammensetzen und erkennen, was diese großartige Zivilisation über Jahrhunderte hinweg zum Menschheitserbe beigetragen hat. Mit der Entzifferung erhalten wir die wahre Geschichte. Und da sich jede Generation ihre wahre Geschichte neu erschafft, ist sie unendlich. Wenn ein Volk seine Geschichte verliert, ist das eine Tragödie. Wenn es sie wiederfindet, ein Wunder. Dank einer der größten geistigen Errungenschaften der letzten 200 Jahre haben die Worte der alten Maya-Schreiber ihre Stimme wiedergefunden.